Schirmfrau. Und dass sie das ist, darauf sind wir richtig stolz. Und das nicht nur, weil sie so gut Fußball spielen kann. Vor ihrer Zeit bei Respekt holte sie alle Fußballtitel, die man auf dieser Welt nur gewinnen kann. Deutsche Meisterschaften und Pokalsiege, Europa- und Weltmeisterschaften, olympische Medaillen. Sandra Minnert, ein Aushängeschild des deutschen Sports. Im Sommer 2012 schließlich wurde sie Schirmherrin der Initiative Respekt, kein Platz für Rassismus. Und nun ist sie wieder Aushängeschild, diesmal im Dienst der guten Sache gegen Rassismus, Intoleranz und Ausgrenzung. Und das ist nicht nur eine wichtige Aufgabe, das ist auch eine neue Herausforderung, bringt neue Eindrücke und Erfahrungen und kann viel Spaß machen. Und davon erzählt dieser Film. Die Zusammenarbeit mit den Schulen spielt bei uns eine unerhebliche Rolle. Sandra Minnert, die Schirmfrau, die kann eigentlich gar keinen Fußball spielen, oder? Das mit den Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, das ist doch alles Firlefanz, oder? Zufall meinst du? Na du, da liegst du falsch. Ja, kann ich was? Klasse Fußballerin. Ja, für eine Frau ist sie ja nicht schlecht, gell? Also, da muss man schon den Hut vorziehen, was die Frauen teilweise so auf die Beine stellen. Ob man es Fußball nennen kann, ist eine andere Frage, aber wir nennen es mal so, ne? Heute. Was du nicht willst, was du nicht tust, was du nicht willst, was du nicht willst, was du. Du kannst ja abhaken. Sandra Minnert wird 40 Jahre und wir gratulieren zum erfolgreichen Start in die nächsten 40.